Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Seleukiden. Es ist der letzte Part, den ich heute spielen werde und ich habe jetzt aber auch nicht das größte Problem, wenn es jetzt damit ein klitzekleines bisschen länger wird, also wenn dieser Part heute ein kleines bisschen länger wird, da wollten wir einfach mal gucken. So, ich habe ja gesagt, ich stehe momentan auf unverlässlich als diplomatische Nation oder nicht diplomatische Nation, aber mein diplomatischer Status steht auf unverlässlich und ich kann euch jetzt nochmal sagen, warum das so ist. Ich habe es rausgefunden. Es hatte was mit dem Angriff von Arakosia auf Sargatien zu tun. Die haben ja Sargatien innerhalb von einer Runde angegriffen und vernichtet und dabei ist mein diplomatischer Status runtergegangen, weil das meine Verbündeten waren, das war mein Klientelkönigtum. Ich konnte denen aber irgendwie nicht helfen. Das ist ziemlich ärgerlich. Ja, aber ich kann auch nichts dagegen machen. Also ich konnte nichts dagegen machen, weil offenbar meine Möglichkeit, denen zu helfen, erst in der Runde, nachdem sie schon mein Klientelstaat waren, aktiviert worden ist. Vielleicht wurde das geändert. Es gab ja heute. Heute ist übrigens der 10.1. Ihr seht, also ich habe deutlich vorab aufnehmen müssen. Einfach nur wegen Zeitproblemen. Und damit ich euch wenigstens noch alle zwei Tage so ein Part hier präsentieren kann, bin ich wenigstens hingegangen und habe schon mal ein bisschen vorab aufgenommen. Ja, so, und jetzt machen wir die Kiste nochmal kurz zu. Das Problem ist jetzt, wenn wir Galatien angreifen, ich zeige es euch nochmal hier ganz kurz. Krieg erklären. Ja. Ja. Ja, mach mal automatisch. So, besetzen. Und jetzt seht ihr, dann ist unser Status jetzt immer noch auf unverlässlich und wir bleiben einfach dabei und kacken jetzt auf Galatien. Die können mich mal. Auch hier wieder fast den General verloren. Das ist so geil, warum immer die Elefanten krepieren. Aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. So, aber das ist jetzt erstmal eine Maßnahme. Und in dieser Provinz, da gehen wir mal hin und da ist dann die Frage, sollen wir hier wirklich überhaupt Nahrung großartig produzieren oder können wir hier vielleicht noch irgendwas anderes hinpflastern? Wir müssten eigentlich hier einen Tempel hinbauen, damit die öffentliche Ordnung hier halbwegs gut bleibt. Das Gute ist ja, wir haben hier, also wir sind hier im Kreise unserer Familie, könnte man fast sagen. Da sieht das doch alles ganz gut aus. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass eben Armenien die Handelsbeziehungen mit uns gekappt hat. Und wir waren eigentlich gerade dabei, die Beziehungen zu verbessern. Aber es ist offenbar dann doch so stark vorgesehen, dass wir gegen die kämpfen. Dass wir da jetzt halt dann, ja, auf den Krieg wahrscheinlich hinauslaufen werden. Seid willkommen, Botschafter, wenn ihr denn in Frieden kommt. Fürchtet euch aber, wenn die Lügen wie Honig von euren falschen Worten trocknen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das Ding ein bisschen länger hält. Das könnte aber jetzt auch an meinem unverlässlichen diplomatischen Status liegen, dass die das gekündigt haben. Wenn ich den Schutzbündnis anbiete. Das bleibt dann offen. Ja, das werden die nicht machen, ne? Das machen die nicht. Ja, also da wird es dann auf den Krieg hinauslaufen. Gut, dann müssen wir das halt so machen. Welt der Wunder. Arigeus in Massaker. Nein, was jetzt echt? Hier das Ding? Nee, das ist so eine, das ist so unsere Silbermine. Moment mal, wir schauen nochmal gerade rein, was es ist. Doch, Arigeus, Region Massaker. Wunder. Der Berg Arigeus, höchster aller Berge. Plus 20% Sichtfeld aller Armeen, 5% Bewegungsreichweite. Lala, okay, das ist. Eher, ja. Haushalt erweitert sich, Autorität in die Gruppe schicken, Kriegsziel verfügbar und Siedlung erobert und Ressource erhalten, Eisen, yes, das ist doch optimal. Dummes Galatien. Okay. So, hier waren wir, da, Eurydike.
zum Kampf. Sind wir schon? Nein, wir kommen nicht hin. Okay. Mal gerade gucken, welche Armee ist denn so die bessere? Ich erwarte eure Befehle. Ist eigentlich die hier. Die ist eigentlich zum Städtebelagern besser geeignet. Dann tauschen wir die schnell. Oh, der ist schon 58. Ja, mach bitte. Ihr hungert nach einer Schlacht. Es wird marschiert, bis euch die Füße bluten. Rein zum Kampf. Schneller, ihr Verfluchten. Ich erwarte eure Befehle. Das können wir nicht tun. Da merkt man, dass der Streiter in der Armee höherlevelig ist als hier, denn der kommt nicht mehr da rein in die Stadt. Dann ist es auch eigentlich unsinnig, den da hinten marschieren zu lassen. Naja, scheißegal. Scheiß der Hund drauf. Ja, okay. Hier pushen wir gerade noch ein bisschen die öffentliche Ordnung hoch. Unsere Agenten, also Bernhard und Adele wurden noch nicht entdeckt. Warte mal, kann ich dich umbenennen? Schade. Oh, die ist 69. Kranker Shit. Dann wird die wahrscheinlich bald sterben. Ja, schade. Erwarte eure Befehle. Es ist eine Ehre, zu dienen. Dann diene. Für Ruhm und Ehre. Der Ruf der Welt. Dann finden die mich wahrscheinlich auch alle irgendwie so ein bisschen kacke, weil ich halt so einen schlechten diplomatischen Ruf habe, ne? Truppe muss ich auch noch umbenennen. Ich gehe mal hin und mach mal Belagerungsexperten. Warum auch nicht? So. Machen wir mal einen Belagerungsfritzen aus dem. Und, ja, genau, die wollte ich umbenennen. So, David Krok hat sich einen Armeenamen gewünscht. Ich habe noch hier meine Zettel liegen. Das ist noch genug für die nächsten 10 LPs oder so wahrscheinlich. Der wollte gerne, dass ich die Rache der FDP ins Feld schicke. Und dann gucken wir mal gerade. Vielleicht kann ich ja jetzt noch hier die Armeen entsprechend benennen für den letzten Part, der aber etwas länger noch geht. Aber ansonsten David, sei gegrüßt. So. Erwarte eure Befehle. Ja, und nächste Runde erklären wir dann Arya den Krieg, denke ich. Wir haben ganz viele Fraktionen getroffen, die wahrscheinlich nicht mit uns handeln werden. Aber wir können es mal probieren. Ihr seid willkommen, doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten, dass ihr... Gucken wir erstmal bei den Neuen, ist vielleicht besser. Ikena? Seid gegrüßt, sprecht gerade heraus und kommt zur Sache, dann ist alles gut. Der sichere Stoß trifft sein Ziel. Deine Mutter trifft ihr Ziel. Nee, ach Gott, was sage ich denn da wieder für ein Zeug, ne? Sag mal. Ja, es liegt an meinem diplomatischen Ruf. Die werden gar nichts mit mir anfangen. Ach, ist das scheiße. Seid gegrüßt. Seid gesüßt. Halt, Moment. Da. Ah, okay. Nee. Fuck it. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob ich was bauen kann. Mein Name soll nicht vergessen werden. Da ist gerade einer von uns krepiert. Da ist gerade irgendeiner von uns krepiert. So ein Scheiß. Vielleicht sogar ein Streiter. Das wäre nicht gut.
Das wäre nicht gut. Persien rasselt da auch schon wieder mit den Säbeln. Es ist ja irgendwie echt doof, dass man keine Territorien mehr verschenken oder tauschen kann. Das ärgert mich total. Denn Massaka würde ich auch gerne an Sardes abgeben, aber gut, naja. Ah, verwundet, okay, verdeckte Klinge. Das war's also. Unser Held ist aufgelevelt und Beförderung, andere Familie, Epos, Konsequenz, Beförderung gesichert. Mhm. Ja, ich könnte auch noch Leute meiner Fraktion befördern, aber ach genau, doch, das müsste ja jetzt wieder gehen. Gut, dass sie das gerade gemacht haben. Hier. Nee, wo ist er? Theokritos, da. Ich mach dich auch zum Agoranomos. Das bringt mir zwar nichts, aber ich kann ihn jetzt nochmal befördern. Zum Dikastes. Und ich könnte ihn jetzt nochmal befördern. Zum Agonotetes. Und ich könnte ihn jetzt nochmal befördern. Zum Epistates. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber nächste Runde können wir ihn nochmal befördern. Und zwar zum Pelegan. 121 Gravitas. Das ist doch mal was. Das ist doch mal Appes. Da haben wir unser Geld doch sinnvoll eingesetzt. So, wir können jetzt Hotte Hüs bauen. Also, ne, rekrutieren. Ja, machen wir mal hier dies. Frage ist noch, wo wir es bauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ja, dann gehen wir hier hoch. Du gehst in die normale Stellung. Kommandant, habt ihr noch weitere Befehle? Ja. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay, das ist gut. Das ist gut. Eure Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Ausreichend euren Diensten. Wir hungern nach einer Schlacht. Bereit zum Kampf. Kommandant. Euren Diensten. Ja. Ja, sorgt nur hier gerade ein bisschen für öffentliche Ordnung und dann ist gut. Ah, hier, da Aristides hat ein Level gekriegt. Das machen wir auch noch. Du bist auch ein Metzler. So, und dann tatsächlich werden da immer hier drüben. Ich denke, das sind die. Ich denke, das sind die, die Perser oder die, die Parther, die hier meine Agenten attackieren. Und wenn ich dich nächste Runde nochmal hier zum Dingens befüllen kann, das kostet 8000 zum Pelegan. Ist immerhin ganz gut, es bringt plus 2 Macht pro Runde für unsere politische Partei. Das können wir eigentlich gut machen, ha? Er hat wenig Ehrgeiz irgendwie, aber er hat halt viel Gravitas. Na ja, gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Das dürfte doch eigentlich für uns nur gut sein, oder? Ist es dann eigentlich schon der höchste Rang? Ich weiß es nicht. Bei der Flamme. Das Bündnis zwischen uns muss gebrochen werden. Die Götter kacke. Haben keinen gemeinsamen Weg für uns. Kacke, 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 kacke. Mein scheiß diplomatischer Ruf.
ist immer schlechter geworden. Und ich glaube, das war schon ganz am Anfang. Ich glaube, der war schon ganz am Anfang scheiße. Als unsere Klientelstaaten sich von uns losgesagt haben. Naja. Also ich vermute, dass das irgendwie auch noch so gewertet wird, dass man da dann Krieg gegen seine Verbündeten führt oder was ähnliches. Handelsabkommen mit Syrakus aufgelöst. Ach du Scheiße. Ach so, weil Syrakus wieder... Oh, wurden die von Karthago erobert? Ja, Tatsache. Von Rom. Oh, okay. Und von Karthago. Oh. Da haben sich aber ein paar zusammengetan hier, hä? Oder? Naja. Die nächste Beförderung wäre... Muss mindestens 40 Jahre alt sein und einen Rang von 7 oder höher haben. What? Aber gut, okay. Komm, da haben wir mal in einen von unseren Leuten so richtig schön investiert. Weil in Anbetracht der Tatsache, dass es alles so ultra teuer ist, stellt sich für mich wieder die Frage, ob sich das also wirklich lohnt. Naja gut, wir verhindern vielleicht damit einen Bürgerkrieg, aber... Wir müssten eigentlich ein paar Hofadlige mehr kontrollieren. Meine ich. 137. Der hat auch so viel Gravitas wie fast alle anderen, also wie alle anderen unter ihm. Naja. Schön. Okay, jetzt können wir eigentlich hier den Angriff gegen Aria führen. Ich habe hier nur leider keine guten Einheiten, um Mauern zu erstürmen. Bist du ein List-General, kannst du einen Nachtangriff machen. Er ist ein List-General, aber er kann auch keinen Nachtangriff machen, weil er noch zu niedrig ist von der Stufe her. Sollen wir das dann mit Theokritos machen? Unserem Obermacker. Dann können wir halt die Truppen hier ausschalten. Wie kann ich euch dienen? Ah. Also die Söldner Kriegselefanten scheint es zu geben, damit die KI die immer kaufen kann, habe ich fast den Eindruck. Oh, er hat Leinenpanzer, Schwertkämpfer. Vermutlich aus dieser Siedlung hier. Eine Garnison von einmal Pikinieren, dreimal Hügelmänner, sechsmal östliche Speerkämpfer. Keine wirklich starke Armee. Zu euren Diensten. Naja, komm, du musst ja irgendwie auch deine Sporen verdienen, denke ich. Du bist die Adele. Merk dir doch mal deinen Namen. Mein Kampf steht euch zur Verfügung. Vergifte mal hier die Vorräte. Gut. Bereit zum Kampf. Dann erklären wir jetzt Aria den Krieg. Seid willkommen, Botschafter, wenn ihr denn in Frieden kommt. Fürchtet euch ab. Der Krieg ist wie der Wein. Zu euren Diensten. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Gut. Ich mache das nicht automatisch, sondern das muss ich natürlich manuell machen. Wie kann ich euch dienen? Oh, du hast ein Level bekommen. Heftig, heftig, heftig. Und hier diesen. Schnell und laut. Da ist keiner mehr, ne? Sabotiert. Durch meine Hand ist es geschehen. So ist es. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Die Siedlung wird belagert. So. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ah.
Und du gehst hier hin und wirst in der nächsten Runde Eukratidea einnehmen. Ja. Verborgener Agent entdeckt. Die Pani. Zolleinkommen. Was war's? Ah, Heilige Hain, okay. Die Bevölkerung gut. Veneta sind vernichtet. Ligurien ist vernichtet. Trapezunt und Kolchis kämpfen gegeneinander. Aha. Syrakus ist auch so gut wie hinüber. Sollen wir Merv festlegen? Aber das haben wir doch so schnell gemacht, hä? Das brauchen wir noch gar nicht. Okay, als erstes machen wir mal die Kiste hier. Er hat keine Fernkämpfer, das ist schon mal gut für uns. Aber es dürfte nicht ganz so einfach werden, halt die Mauern zu erklimmen, ne? Deshalb... Lasst ihr die Belagerungsgeräte mal fallen. Leinenpanzer, pikiniere! So Befehl! Pikiniere! Ich erwarte eure Befehle. Also mit den Leinenpanzer pikinieren, die Mauern zu stürmen, ist natürlich ultra kacke, aber viel besser geht's, glaube ich, gerade nicht. Und euch nehme ich mal mit, die können so ein bisschen hier Kugeln fangen, ja. Leinenpanzer, pikiniere! Ja, Thaddeus, geh mal dahin. Ja, dann geh mal dahin. Durchbrecht die Linie! Greift ihre Positionen an! Dieser Tag ist ein herrlicher Tag für eine Schlacht, wenn man Männer wie euch anführt. Heute wird der Sieg uns gehören. Bei den Göttern, ich spüre es! Gut. Dann geht ihr mal vor. Ihr könnt auch mal hier hingehen. Also ich gehe ja davon aus, dass wir hier schon von den Türmen heftig attackiert und zusammengeschossen werden. Da ist nicht gut, da ist nicht gut. Kommst jetzt dran vorbei. Schaut so aus. Hat er die Mauern überhaupt nicht befestigt? Ich gebe nur ein kleines bisschen Gas gerade. Ah ne, er steht hinter der Mauer. Dann kannst du das Ding hier eigentlich mal fallen lassen. Und dann attackiert ihr das jetzt. Gut, gut, gut. Ja, holt ihm das Tor ab. Weg. Wie auch immer. Ja, aber bleib bitte von dem einen Turm da weg. Jetzt habe ich da unten natürlich keine so starke
Infanterie stehen. Ach, die schießen mit den Fackeln. Das zählt als Fernkampfangriff. Ja, ja, okay. So, dann haben wir gleich 100% Feuerschaden. Und ihr könnt euch dann schon mal neu formieren. Kannst du eigentlich wieder hier runterkommen über die Leitern? Nein, kannst du nicht. So, ihr macht jetzt mal die Phalanx-Formation an. Ihr kommt mal etwas näher. Und dann wären wir jetzt eigentlich bereit für den ersten Fernkampfangriff. Hier unten. Das scheint zu laufen. Weil da prallt vieles ab, ne? Der Anblick hier ist ganz cool. Ja, unsere Geschosse gehen ja eigentlich schon drüber, ne? Naja, komm, marschiert ihr mal vor. Wir marschieren jetzt mal näher. So. Und jetzt walzen wir durch seine Stadt. Ihr sollt doch die Formation halten, Jungs. Mal den General mit dazu. Denn der kann ja Einheiten einschüchtern. So wie dich. Oder mit einem Kriegsschrei belegen. So wie dich. Ja, den Kriegselefanten nehmen wir noch mit dazu. Bitte einen auf standhaft. Schnell vorgehele. Bereit, Männer! Jetzt mal die Furcht, damit er keine Sonderfertigkeiten einsetzen kann. Waffen bereit machen! So, dann schauen wir mal. Macht mal Platz für die Elefanten hier. Oh, das tut mir leid, Leute. Lanzen kurz mal runter. Und dann sind wir hier drin. Und die Elefanten werden jetzt hier alles niedertrampeln. Und Respekt. Oh shit, meine Tastatur hängt. Und geht dann doch wieder. Okay, Gefecht beenden. Ja, wobei, also ich glaube, gegen Axtkämpfer und östliche Speerkämpfer und gegen Mob hätten wir also auch auf den Mauern mit unseren Pikinieren noch eine ganz gute Chance gehabt. Die sind zwar echt nicht so gut, wenn sie auf Mauern kämpfen, vor allen Dingen beim Erstürmen von Mauern sind sie echt nicht gut, aber das hätten wir, glaube ich, noch gepackt, ne? Setzen bitte. Kommandant! Und jetzt können wir hier die List wählen.
Und hier was? Na, für alle Einheiten mit Speeren. Das ist doch gut.